Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nicht erschrecken, dass mein Lippenstift so furchtbar aussieht. Ich schminke mich jetzt ja ab mit euch. Es ist meine Abendroutine und abends sieht ein Lippenstift manchmal so aus, wenn man halt gegessen hat. Wenn du Bock drauf hast, meine Abendroutine zu sehen, wie ich mich so fertig mache fürs Bett, sage ich mal, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe eben mein Glossybox-Unboxing für dich gedreht und es ist Freitag, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit und kann die ganze Abendroutine jetzt hier mal machen. Also jetzt nicht duschen oder so, das ist schwierig, aber ich kann mich hier abschminken und nach dem Duschen auch gleich wiederkommen, um mich einzucremen und so weiter. Das wollte ich mal mit dir zusammen machen. Ich werde alles, was ich hier benutze und finde, unten in der Infobox verlinken, da kannst du gerne mal reinschauen. So. Als erstes starte ich hier mit meinen Norville waschbaren Abschminkpads und was habe ich hier? Make-up-Entferner, Express für Augen und Lippen, das brauche ich jetzt gerade sehr, von L'Oreal, genau. Der wird verwendet, das ist so ein Zwei-Phasen-Ding und ja, das muss man erstmal schütteln. Dann verbinden sich die Phasen und dann sieht das so aus. Gebe ich mir auf mein Pad hier. Gebe ich jetzt ein bisschen mehr drauf, weil ich tatsächlich mich heute Morgen geschminkt habe und fürs Video dann nochmal ein bisschen mehr. Genau, da ist ein bisschen was drauf. Und dann lege ich mir das erst auf mein Auge, warte ein bisschen, damit halt dieser, die Textur, das Produkt quasi ja wirken kann. Und wenn ich finde, dass es sich gut anfühlt, kann ich dann vorsichtig anfangen, über mein Auge zu reiben. Ein komisches Gesicht ziehe ich dann auch immer dabei. Du siehst übrigens da vorne meinen Pinselbaum. Ich habe nämlich, während das Video hochgeladen hat und so weiter, meine Pinsel gewaschen und das ist dieser Pinselbaum von Sigma. Ich glaube, den gibt es bei Flaconi, da habe ich den her. Ich glaube auch bei Amazon. Ich gucke mal, ob ich den da auch finde. Dann kann ich dir den auch unten in der Infobox verlinken, weil die Amazon-Links sind immer kürzer und dann kriegst du mehr rein. Du hast nämlich nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen, die du in die Infobox packen kannst. So, die Augenbrauen dürfen dann auch ab. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, warum ich mir nur für das Video auch diesen 24 Hours Brow Setter von Benefit drüber gemacht habe. Weil im Prinzip musste das Make-up gar nicht so lange halten. Manchmal ist das alles etwas merkwürdig, was man so treibt. So, ich muss jetzt auch eigentlich nur den groben Schmutz mal runterkriegen, beziehungsweise das grobe Make-up. Das Feintuning kommt ja zum einen gleich jetzt durch die anderen Produkte und auch unter der Dusche. Ich meine, da benutzt man Seife und so. Also ich habe die Seite dann immer quasi... Das sieht jetzt super aus, oder? Aber that's real life. Auf der Seite habe ich dann immer, dass ich da das Produkt abnehme und da ist auch der Make-up-Entferner drauf. Und auf der Seite ist es halt immer trocken und da kann ich dann nochmal drüber gehen und das Öl quasi abnehmen. Das ist immer ganz praktisch. Ich habe aber auch vorsichtshalber jetzt schon ein zweites Norville Pad mir hier hingelegt, aber ich glaube, ich komme mit einem auch ganz gut aus. Ja, ich mache mir noch ein bisschen mehr Produkt hier drauf. So, dann lasse ich das wieder einwirken und dann fange ich vorsichtig an zu reiben. Also nicht doll, das ist wirklich nur vorsichtig und es ist auch wirklich angenehm mit diesen Norville Pads, weil die halt sehr dick sind und ja, mir gefällt es. Ne? Augen und Lippen wurden erfolgreich entfernt. Jetzt würde ich dieses Wattepad dazu, dieses Norville Pad nehmen und einmal mit Seife auswaschen und dann kommt das bei uns in eine Wäsche und nachher in eine Waschmaschine und in den Trockner. Und ich habe wirklich für die Augenbrauen und die Lippen nur ein von diesen Norville Pads benutzt. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich finde es einfach toll. Das, was ich jetzt mache, würde ich normalerweise unter der Dusche machen, aber da kann ich euch ja schlecht mitnehmen. Ich habe hier dafür eine Schale mit ja, etwas lauwarmem Wasser, weil das angenehmer fürs Gesicht ist. Und dann habe ich hier einen Waschi, der schon etwas verfärbt ist, aber ne, ich wasche den nach jeder Benutzung halt mit der Hand ein bisschen aus und dann kommt er in die Waschmaschine und in den Trockner, auch wenn man das nicht machen soll. Aber ich benutze den Waschi nicht, um mir einfach nur mit dem Waschi das Kram vom Gesicht zu holen, sondern ich mache da dann auch immer Produkt drauf und das würde das Waschi ja in dem Sinne sowieso auch zerstören, wie auch immer man das nennen mag. Aber ich finde einfach ohne Produkt, nur mit Wasser, ist mir das zu wenig. Dann habe ich hier von Alpha Clear Skin Daily Face Wash with Tea Tree. Das ist ein Cleanser, ganz einfach, aber ich finde den nicht so gut riechend, aber er reinigt mein Gesicht halt mega. Ne? Das werdet ihr auch in meinem
April aufgebrauchte Video sehen, weil so eine Tube ist schnell weg bei mir. Und dann habe ich hier aus der Amazon Osterbox diesen kleinen Foreo. Genau, damit mache ich jetzt mein Make-up. Ich habe so ein ganz bisschen Foundation drauf. Ich habe mir nämlich diesen One-Minute-Face-Perfect da drauf gemacht. Genau, so. Dann nehme ich mein Waschi. Jetzt habe ich hier meinen feuchten Waschi. Gehe einmal kurz über mein Gesicht, um das einfach mal anzufeuchten. Ich meine, im Prinzip, ne, reinigt der jetzt ja auch schon. Aber ich möchte ja Poren tief reinigen. Kommt er wieder zurück in seine Wasserschale. Ich mache mal kurz meine Haare hier so ein bisschen nass, sonst sind die mir im Weg. Dann nehme ich mir den Cleanser. Der ist wirklich sehr, sehr flüssig. Also, ne? Das ist flüssig. Und es riecht wirklich nach Teebaumöl. Also das ist echt nicht meine Welt. Ich bin ja kein Fan von frischen Gerüchen. Dann gebe ich mir das so mit beiden Händen auf mein Gesicht. Es riecht wie in der Sauna. Ich mag Sauna nicht so gerne. Vertrage ich einfach vom Kreislauf her nicht. Achso, so ein kleines Handtuch habe ich hier natürlich auch. Ich meine, ich muss mir ja ab und an die Finger waschen. So, dann nehme ich den Foreo, mache den ein bisschen nass. Im Prinzip unterm Wasserhahn oder unter der Dusche. Jetzt dippe ich den einfach hier mal so rein. So, und dann drücke ich hier hinten auf dieses Powerzeichen und ja, massiere mir das, was ich jetzt im Gesicht habe, damit ein. Wenn es mir zu trocken ist, mache ich es wieder nass. So, dann wird der abgewaschen. Ich tropfe hier gerade echt alles voll. Weil du hast ja natürlich dadurch jetzt, dass man den halt im Gesicht so benutzt hat, ne, ein bisschen Foundation und was nicht alle du da in deinem Gesicht hast an diesem Moped. Aber der ist ja wasserfest, der ist ja komplett dicht. Ja, dann kann man den auch einfach unter der Dusche benutzen oder halt hier komplett ins Wasser schmeißen. ich finde den ganz cool. Ich finde den ein bisschen unhandlich und klein. Ich hätte es cooler gefunden, wenn der hier hinten so einen Griff dran gehabt hätte oder so ein, zum, ne, dass du die Finger so reinmachen kannst und dann so übers Gesicht gehen kannst, weil so ist es echt unpraktisch. Aber ich finde ihn sehr, sehr angenehm. Der hat das Produkt schön in meine Haut eingearbeitet und es hat sich schön angefühlt. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Ich mochte es halt einfach, dass diese Vibrationen dann auf der Haut sind. Also das ist angenehm. So, jetzt nehme ich mir mein schon etwas schmutziges Waschi und nehme das Produkt ab. Und dann trockne ich mein Gesicht einmal ab. So, jetzt habe ich mein Gesicht gereinigt und es fühlt sich richtig schön an. Da heute Freitag ist, werde ich auch ein Gesichtspeeling verwenden, denn jeden Dienstag und jeden Freitag verwende ich ein Gesichtspeeling und eine Haarkur. Das ist so ein, ne, man hat so seine festen Tage. Oh, ich will mir die ganze Zeit ins Gesicht fassen, weil sich das so schön gerade anfühlt. Es ist so einfach jetzt rein und entfettet und fühlt sich gut an. Und dann kämme ich mir einmal die Haare. Denn wenn ich jetzt vorm Duschen meine Haare nicht kämme, dann werde ich da niemals durchkommen. Ja, ich will es eigentlich nicht allzu nah zeigen, aber ne, ein paar Haare verliert man dann immer. Aber ich finde, mit dieser Bürste oder eben mit den Tangle-Teasern bzw. Tangle-Teaser-Nachmachen verliert man deutlich weniger Haare, als wenn ich jetzt eine reguläre Bürste verwenden würde. So, ihr Lieben, ich hüpfe unter die Dusche und wir sehen uns gleich wieder. Wie vertreibt man sich die Zeit, während dieses Ding einwirken muss? Das ist gar nicht so leicht. Ne? Man steht dann einfach so im Badezimmer rum und wartet. Man kann sich ja nicht jetzt irgendwie fertig machen, das ist ein bisschen blöd. Naja, Körperpeeling benutzen, rasieren, so Beine werden mal wieder dran. Das ist jetzt so meins. Normalerweise würde ich jetzt eine Bodylotion benutzen, aber ich habe heute Dienstag und da habe ich ein Bodypeeling verwendet und aktuell verwende ich hier von Kneipp das Cremeölpeeling. Da brauchst du einfach keine Bodylotion mehr. Normalerweise würde ich jetzt auch von Glisskur meine Sprühkur benutzen, aber auch die muss ich nicht benutzen, weil heute habe ich eine Kur benutzt. Und zwar, hast du die eben schon gesehen, ist das hier diese Steam Mask von L'Oreal. Und da bin ich wirklich gespannt, wie gleich das Ergebnis ist. Also es war wirklich merkwürdig, das auf dem Kopf zu haben. Und dann lief das auch irgendwann hier so runter bis in den Mund. Und dann hatte ich so einen komischen Geschmack im Mund und habe mich schon gefragt, was das ist.
War nicht so lecker, ne? Aber was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist eine Fußcreme. Da habe ich hier aus einem Tauschpaket die Balea Fußcreme und die ist super. Die wird jetzt verwendet. Boah, diese Maske hat echt toll gepflegt. Guckt euch das mal an, wie gut meine Haarspitzen aussehen. Wow. Und meine Haare fühlen sich richtig toll an. Mega geiles Teil. So, da bin ich jetzt wieder in der für euch gewohnten Umgebung. Hab mir auch einen Tee gemacht und ich habe mir jetzt auch diesen Honig da reingemacht. Von Vega Bloom hießen die, glaube ich, ne? Ja, die hatten mir auch unter meinem Video kommentiert. Das fand ich auch total süß, ne? Ach, dass das nicht Rohrzucker heißt, sondern Rohrzucker. Ja, ich, ne? Konnte nicht so gut lesen. Aber abends mache ich mir übrigens gerne einen Tee. Ist noch ziemlich heiß. Als erstes benutze ich ein anderes Abschminkpad. Mehrfachverwendungspad. Sammy guckt mir zu und findet es ganz verwirrend, dass ich jetzt hier bin, ne? Genau. Ja, das ist eins von diesen etwas günstigeren. Das benutze ich für mein Micellenreinigungswasser. Da habe ich das hier von BB. Das ist interessant. Hier. Auf die raue Seite gebe ich mir dann ein bisschen was von dem Micellenwasser und gehe damit einmal über mein Gesicht. Einfach noch so ein bisschen, um diese Panda-Augen wegzumachen, die eventuell noch da sind. Und um einfach so ein bisschen Grundierung zu geben. Dann benutze ich ein Gesichtsöl jetzt aktuell. Also ich benutze dann eigentlich ein Gesichtsserum für die Nacht. Und hier habe ich jetzt von Mitchell & Peach das Flora Nummer 1 Fine Radiance Face Oil. Und da ich sowas tatsächlich nicht morgens verwenden kann, weil mir das dann zu ölig ist, verwende ich es abends. Und es hat so eine Pipette. Die ist so ein bisschen gebogen und dann gebe ich mir auf die Stirn einen Tropfen und auf die Wangen. Und das reicht auch vollkommen aus, das verteile ich dann einfach. Dann verwende ich eine Augencreme, da habe ich aktuell von Etrebel das Aloe Vera Augenkonturgel. Das hatte ich mal in einer Box, genauso wie auch das Gesichtsöl. Und da gebe ich mir einfach 3 Punkte, das ist wirklich so ein durchsichtiges, leicht grünes Gel unter meine Augen und verteile das auch wieder mit meinen Händen. Bisschen einmassieren, bisschen einklopfen, Tee abchecken. Ja, die schmeckt gut. Und dieser Honig auch. Auch aus einer Box habe ich eine Creme, die ich als Nachtcreme benutze. Und zwar von Studio Botanic, die Gesichtscreme. Die war in der Vegan Beauty Basket, glaube ich, sogar drin. Die ist sehr reichhaltig. Da gebe ich mir wirklich nur ein ganz kleines bisschen auf meinen Finger. Dann verreibe ich das so zwischen meinen Fingern und gebe das auf mein Gesicht auf. Dann nehme ich noch ein kleines bisschen. Wirklich nur ganz, ganz wenig, weil das ist jetzt für meinen Hals. Verreibe das wieder und gebe das auf meinen Hals. Normalerweise würde ich jetzt ein Deo benutzen, also ein Deo-Roller oder halt hier eine Deo-Creme. Da habe ich hier von E+M die Floral Swing Deo-Creme. Die verwende ich eigentlich, aber jetzt habe ich hier nichts zum Händewaschen da, weil du musst danach die Hände waschen und ich packe mir ja gleich wieder ins Gesicht. Deswegen verwende ich die gleich. Und ja, das ist einfach so eine Creme. Die habe ich noch nicht so lange. Da nehme ich mir ein bisschen was auf meine Finger. Wirklich nur ein bisschen. Ich gehe nur so mit dem Fingernagel rein, verreibe das dann auch wieder zwischen meinen Fingern und gebe es dann auf meine Achseln. Das ist ganz gut und schützt auch ganz gut. Ja. Als nächstes verwende ich ein Wimpernserum. Da habe ich hier von Je L'Oré Superlative Lash dieses Serum. Ich glaube auch, das hatte ich in der Box drin oder in einem Adventskalender. Ja, ich kaufe mir gefühlt gar keine eigenen Produkte mehr. Ne? Auch das E+M, die Deo-Creme, die hatte ich von Jana zugeschickt bekommen. Also im Tauschpaket. So, ich streife das Bürstchen hier richtig ab, dass ich fast kein Produkt mehr drauf habe und gebe mir das wie ein Eyeliner auf. Und als letztes verwende ich mein Augenbrauen-Serum, mein Rizinusöl. Das ist ja das hier von Amazon. Auch das kann ich dir mal in der Infobox verlinken, wie alles. Ne? Ich habe es ja eben schon gesagt. Das ist Naissance 217 Made by You. Rizinusöl, Castor, schlag mich tot, genau, das ist das. Und das habe ich mir ja umgefüllt in dieses Ding und irgendwie, ja, hat sich das auch irgendwie schon so ein bisschen verfärbt und ich keine Ahnung warum. Habe ich übrigens eben extra aufgefüllt.
damit das schick aussieht. Aber aus dem hier habe ich jetzt bis hier. Also das reicht Ewigkeiten. Ne? Ich hatte meiner Arbeitskollegin auch schon was abgefüllt. Also von daher, es reicht 100 Jahre. Ja, und das trage ich mir einfach auf wie einfach ein Augenbrauengel. Und da ich ja noch ein bisschen was über habe und meine Wimpern ja auch Haare sind und die gepflegt werden können, gebe ich mir das auch einfach auf wie eine Mascara. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch einmal mitgenommen und euch meine Abendpflegeroutine gezeigt, was ich abends immer so treibe. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich konnte dich unterhalten und dir hat mein Video gefallen, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. An dieser Stelle sage ich eigentlich ja, gute Nacht. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!